Herzlich willkommen zu Famicom Grand Prix F1 Race. Der erste Teil der Serie. Ich werde beide in diesem Video spielen. Weil ich dem Spielen jetzt nicht so viel. Nicht so einen hohen Wert anrechne, dass ich da jeweils ein separates Video machen könnte. Ich nehme mal. Ach, keine Ahnung, ich nehme einfach das. Das Problem ist, ich kann kein Japanisch. Okay, das bedeutet anscheinend verkaufen, das will ich jetzt nicht. So, ich fahre jetzt einfach ein Rennen. Ich bin nicht so gut in dem Spiel. Es ist, wenn man es so sieht, auch an sich das erste Mario Kart. Indirekt, das ist natürlich an sich kein richtiges Mario Kart, was man jetzt als Mario Kart bezeichnen wollte. Die Steuerung ist nicht so gut. Man muss immer einmal tippen und dann dreht sich das Auto. Also bewegt sich, wie man sehen kann. Es hat so ungefähr 20 Richtungen, in das es fahren kann, und das legt man dann halt so fest. Ach Mist. Okay, was ist das schon wieder? Ich muss mich halt echt konzentrieren, weil das Spiel ziemlich schwierig ist. Das Spiel kam, ich glaube, das Spiel kam, glaube ich, 1987 raus. Also Anfang 1987. Für das NES Disk System. Na komm, macht. Muss ich irgendwas drücken? Wer ist das? Ist das... Warum hatte der einen Stern? Naja, okay. Hier gibt es auch keine Items, die man sehen kann, also... Es ist an sich kein Mario Kart. Es hat die ganze Serie an sich vielleicht eingeleitet. Wobei es ja schon mal ein Formel 1 Spiel gab. Aber das hatte nichts mit Mario zu tun. Okay, da ist jemand eingebrochen. Geh weg. Ah, Hilfe. Ich würde jetzt gerne mal gewinnen, aber das wird, glaube ich, nichts. Das war jetzt nicht schlecht. Vierter, naja. Ist jetzt nicht so gut, aber... Oh, ich hab 5. 25 Geld. Werde ich jetzt wohl Level 2 machen. Ach man! Ja, halt mit dieser Draufsicht. Das ist beim zweiten Teil auch nicht so. Das ist. Da sieht man es dann ganz normal von hinten. Ah man! Das war so klar. Das Spiel ist echt nicht einfach.
Mist, geh doch weg. Ich irgendwie schnell A drücken. Okay, scheint was zu bringen. Ach Junge. Wenn ich nicht immer so sinnlos gegen die Wand fahren würde. Okay, ich muss mich ja echt konzentrieren, also ist nicht so einfach. Die letzte Runde jetzt. Was mache ich denn? Okay, das Spiel ist echt. Das Spiel ist echt nicht so gut. Junge, ich hätte ihn überholen können, aber ich bin zu doof. Achter. Naja. Okay, das Spiel kriegt von mir eine solide 0 von 10. Jetzt geht's weiter mit Famicom Grand Prix 2 3D Hot Rally. Ist an sich so ähnlich, bloß halt, dass man jetzt von hinten auf das Auto schaut und nicht von oben, und dass es etwas einfacher ist. Please set repair point. Und einfach mal hier hin. Das ist da unten so rumflackert, das ist normal. Vielleicht kann ich das verhindern, indem ich die FPS ein bisschen runterschraube, dann. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt auch so machen werde. Okay, mit B bremst man. Ach, und hier ist es auch nicht so, dass man. Dass man immer einzeln drücken muss. Okay, das kommt schon wirklich mehr an Mario Kart ran. Und ich würde es jetzt im ersten Moment auch für besser empfinden. Überhole ich den Typen bald, oder? Oder nicht? Ganz schön schnell unterwegs. Erstmal eine Laterne mitgenommen. Kann ja mal passieren. Aber warum sind das Dinosaurier? Finde nur ich, dass das so aussieht? Diese Laternenköpfe sehen doch aus wie Dinosaurier. Okay, was ist das? Scheint was Gutes zu sein. Okay, da unten führt sich irgendeine Leiste auf. Hallo? Check ich nicht. Ja gut, Hauptsache ich hab's mal probiert, und dann bis zum nächsten Video.